Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Rotmac und wir spielen mal wieder ein Hearthstone-Spiel und zwar das dieswöchige Kartenchaos. Das da heißt Schlacht um Tol Barad. Magische Wesen flüchten aus Tol Barad. Für jeden von euch ausgespielten Diener erhaltet ihr einen zufälligen Zauber mit denselben Mana-Kosten, der aber kostenlos ist. Ja, klingt kompliziert, ist aber furchtbar einfach. Wenn wir einen Diener ausspielen, dann kriegen wir eine Zauberkarte auf die Hand, die eigentlich genau gleich viel Mana kosten würde wie der Diener. In diesem Falle aber gratis ist, ja? Ganz einfach. Ihr werdet es gleich sehen. Wir gehen kurz das Deck durch und dann machen wir ein Spiel, wie es immer so ist in dieser Videoreihe. Ich muss dazu auch noch sagen, dieser Modus von dieser Woche gefällt mir eigentlich nicht so. Es ist wieder ein Modus, wo viel Glück mitspielt. Sehr glückbasiert, weil ihr nicht handeln könnt, was ihr für Zauber auf die Hand kriegt und das halt dann schon ziemlich wichtig ist. Ich habe aber trotzdem ein Spaßdeck zusammengestellt. Ich meine, Kartenchaos ist halt für die Fun-Action da quasi. Ich habe da ein bisschen geschaut, dass ich mit diesen Zaubern, die wir dann auf die Hand kriegen, auch ein bisschen spielen kann, ja. Ich gehe kurz das Deck durch und dann, wie gesagt, machen wir ein Spiel. Also wir haben zweimal Mana-Würm drin, dann Feendrache zweimal Kobold-Geomant, dann Mana-Süchtige zweimal, dann Splitterstein-Trock einmal, Entschuldigung. Könnt ihr auch zweimal reinmachen. Weiß nicht, ich hatte ihn, glaube ich, nur einmal. Könnt ihr auch zweimal reinmachen. Dann duplizieren, zweimal Effigie. Ich weiß nicht, ob das, wie das ausgesprochen wird. Effigie? Effigieren? Keine Ahnung, zweimal drin. Dann Eisblock, einmal Gegenzauber, zweimal. Dann Zauberformerin, einmal Flammenschürer, zweimal Rußspeier, einmal Echo von Medivh, einmal Felskiefertrock, zweimal Streiter von Dalaran, zweimal Beschwörungsstein, zweimal Luatep, einmal und Spektraler Ritter, zweimal. Ja, also da ist, da sehe ich gerade was. Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich das so habe. Moment, schau mir das kurz an, ganz kurz. Splittersteintrock, wieso habe ich denn nur einmal drin? Weil der wäre schon nicht schlecht. Den habe ich doch zweimal. Also komm, schmeißen wir hier Rußspeier raus. Ich meine, da ein bisschen mehr Zauberschaden. Boah, hier. So. Also, ihr habt gesehen, es ist wirklich viel darauf, wenn wir Zauber spielen, werden unsere Kreaturen stärker, wie zum Beispiel Mana-Würm oder Mana-Süchtige. Oder wir machen Schaden mit dem Flammenschürer. Dann wollen wir Gegenzauber, dass der Gegner nichts machen kann. Wir wollen auch Luatep, damit der Gegner die Zauber teurer werden für den nächsten Zug. Dann haben wir, wenn wir Kreaturen draußen haben, duplizieren. Wir haben dieses Effigieren, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, einfach ein bisschen so aufgebaut. Und ich würde sagen, wir starten ein Spiel und schauen mal, wie es uns ergeht mit diesem Deck. Bis gleich im Spiel. Jaina gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja, da hat wohl jemand die gleiche Idee wie ich gehabt. Okay, dann schauen wir mal. Das ist alles noch ein bisschen teuer hier. Das brauchen wir sicher nicht am Anfang. Den auch noch nicht. Den können wir eigentlich mal drin lassen, ja. Ein Flammenschürer. Ich hoffe, jetzt kriegen wir was Billiges. Okay, ja, Feendrache ist okay. So richtig Billiges habe ich ja nicht viel drin, ne? Also können wir erstmal nichts machen, außer grüßen, wie es sich gehört. Dann schauen wir mal, ob da was kommen mag. Für ein Mana. Okay, Spiegelbild ist jetzt ein Zauber. Er kriegt dafür nichts auf die Hand. Oder sie kriegt dafür nichts auf die Hand. Wir kriegen aber hier jetzt dafür einen Zauber, der zwei kosten würde. Und zwar ist es Eiskältefalle. Mhm, dann würde ich sagen, rein mit der schon mal. Die ist ja gratis. Ah, hätte ich vielleicht auch aufbewahren können. Ah, ist egal. Ist egal. Hätte ich eigentlich aufbewahren können, für dann auszuspielen, wenn der Flammenschürer rauskommt. Machen wir mehr Schaden. Aber komm, geht sicherlich auch so. Ja, ihr seht, ihr kriegt nicht nur Zauber von euren Klassen in die Hand, sondern es geht auch, dass ihr einfach random Zauber kriegt. Ja, das ist eigentlich jetzt ein Jäger-Geheimnis.
Naja. So, wenn ein befreundeter Diener stirbt, wird ein zufälliger Diener mit denselben Kosten herbeigerufen. Lasse ich erstmal auch noch. Und zwar spielen wir erstmal ihn hier raus. Kriegen dafür einen Zauber für 2 wieder. Und zwar instabiles Portal fügt eurer Hand einen zufälligen Diener hinzu, der kostet 3 weniger. Sehr schön. Das spielen wir aber noch nicht. Ich will das jetzt wirklich für den Flammenschürer aufbewahren. War vorhin ein Fehler, hätte ich so nicht machen dürfen. Aber hey, ist vorbei. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Fail. Könnt ihr drunter schreiben in die Kommentare. Fail. Ja, vielleicht veröffentliche ich das Video gar nicht mit diesem Fail. Ja. Ja, ist sowieso egal, wie gesagt, dieser Modus ist sowas von luckbasierend von daher. Was soll's? So, er kommt mit Biss, zack, ins Gesicht. Einem Diener ins Gesicht, ja. Und dann kann er diesen wieder in die Hand nehmen. Ja, nimm das Ding in die Hand. So, für 4. Oh, der Kiefer. Felsenkiefertruck wäre sicherlich nicht schlecht. Ich behalte dir noch ein bisschen auf. Wir können mit dem dann mal richtig gut räumen, wenn wir hier viele Zauber für 0 Mana haben. Was haben wir denn da? Inspiration und Zauberschaden. Na gut, Zauberschaden bringt mir momentan auch nicht viel, was ich momentan in der Hand habe. Ich gehe mal mit ihm raus. Und wir kriegen Biss. Sehr schön. Also jetzt ist der auch weg. Und Biss, ja, können wir eben noch behalten. Ist ja egal. So, der Gegner kann jetzt auch nicht viel Zauber spielen, weil sonst mein Trock hier immer stärker wird. Oder er kann es so machen, ja, ist auch eine Möglichkeit. Oh. Und weg ist er, und weg ist auch der. Ja gut, mit dem kann ich jetzt noch leben. Dann machen wir mal Lower Tap. Das heißt, im nächsten Runde werden seine Zauber 5 teurer. Und wir haben Heilige Nova gekriegt. Auch nicht schlecht. Oh, und das war's dann für diese Runde. Ich würde sagen, wir können dann einmal beginnen, den Flammenschürer rauszuspielen, vielleicht. Oder ich warte noch eine Runde noch. Nein, in der nächsten kann ich das machen. Ich glaube, in der nächsten lasse ich mal die Fetzen fliegen hier. Ja, dann können wir effigieren. Können wir auch rausbringen. Wäre sicherlich auch nicht schlecht. Und wir können Heilige Nova jetzt spielen, das kommt auch gut. Da greift der mich noch an. Da greift der mich noch an. Der ist ein guter Typ. So, dann hauen wir das Zeug raus. Jetzt muss alles raus hier. Also. Und jetzt wird Schaden gemacht hier. Einmal so. 2 Schaden. Dann machen wir mal. Komm, bevor das alles schon gestorben ist. Hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Fail zum 2. Soll's. Wie gesagt, ist egal. Machen wir hier ein bisschen Schaden. Schau mal, was da noch rauskommt. Dann können wir den noch spielen. Da kriegen wir vielleicht auch noch einen Zauber. Ja, kriegen wir. Sehr schön. Was? Vernichte einen Dämon, stelle bei eurem Helden 5 Leben wieder her. Gut, keine Dämonen auf dem Spielfeld. Daher ist jetzt fertig. Wir könnten noch das spielen. Aber, weißt du, nein. Der wird mir jetzt den Flammenschürer sicherlich nicht gerade weghauen, oder doch? Hm, wer weiß. Und wenn er es machen tut, dann tut er es halt. Komm, ist egal. Wir schauen mal. Momentan sieht das ganz gut aus für uns. Da kommt ein Trock, ja, das war zu erwarten. Er hat jetzt jede Menge Zauber eigentlich auf der Hand. Da sollte was kommen. Für Lau. Da ist ich nicht sicher. Will er auf den Lower Tap? Der macht ja jetzt eigentlich nichts mehr außer den Schaden. Aber der Schaden, das sind halt 5 Schaden. Der hat noch 18 Life. Wir haben jetzt 9 Schaden auf dem Board. Aber da geht sicherlich noch was weniger. Okay, Loatep ist gebrannt. Aber da kommt ein neuer für 5. Ein Drache. Und wir kriegen jetzt... okay. Wir kriegen jetzt keine neue Karte dafür. Zauberkarte, schade. Ich dachte, vielleicht funktioniert das. Funktioniert also nicht. Habt ihr jetzt hier gesehen. Zum ersten Mal. Auf meinem Kanal. Ja. So, Zauber kommt. Bam. Sehr gut. Er muss quasi auf ihn gehen. Das ist jetzt schade. Das ist jetzt... okay, nee, das geht. Das ist okay. Ich will einfach den Flammenschürer noch am Leben halten. Der ist jetzt auch weg. Okay, jetzt wird er auf den Flammenschürer gehen. Er muss. Jawohl. Da hat's ihn. Und da kommt schon der Nächste. Herrlich. Aber ich behalte den jetzt. Ich behalte ihn jetzt wieder ein bisschen, weil wir haben jetzt da keinen Stress. Wir können jetzt erstmal ihn spielen.
Da kriegen wir hier, fügt einem Diener und dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann spielen wir ihn. So, da haben wir noch einen Frostblitz. Sehr gut. Ja, also ihr seht, wir haben eine gute Hand jetzt und können beruhigt auf fertig drücken. Und mal der Dinge harren, die da kommen mögen. Ich denke mal, wenn wir jetzt dann Flammenschieber spielen, haben wir 1, 2, 3, das sind 6 Schaden, die verteilt werden. Dann haben wir hier auf dem Board, haben wir bis jetzt 6, da wird sichtlich weniger. Jetzt kriegt ihr noch den, du, das glaube ich nicht. Der verdammte Messerjongleur. Und er macht ein Schäfchen aus mir. Okay. Das Schäfchen wird angegriffen. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? So. Jetzt. Ja, jetzt müssen wir das so spielen. Ja. Dann kommt das. Dann kommt das. Er wird mir sowieso, wenn er jetzt überlebt, wird er mir sicherlich den Flammenschürer zuerst weghauen wollen. Und dann komme ich 2 auf die Hand damit. Ist natürlich nicht schlecht. 7 Leben wiederherstellen. Das können wir gar nicht. Was ist da? Einem Diener und einem Helden 3 Schaden. Ja. Machen wir doch ihm oder ihm. Eigentlich wäre ihm schlauer, aber kommen noch 2. Komm, hier. Wenn ihr noch 2 Schaden verteilt. 1, 2. Jawohl, das geht. Das geht alles raus. Hätte ich auch so machen können. Mach jetzt trotzdem noch. So. Und wir haben gewonnen. Ist sowieso gelaufen. So. Ja, ich hoffe, das Spiel hat euch Spaß gemacht. Ihr seht, 30-4 habe ich noch. 30 Life und 4 Rüstung. Also, kein Problem, ne? Und das war auch ein Magier. Also, bitteschön. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht könnt ihr das Ding auch als Guide brauchen, obwohl es nicht als Guide gedacht ist. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.